heading out. Wir können im mittleren Torus anvisieren, aber haben nur 18%. Wir versuchen das. Noch nicht zerstört, aber er ging auf Initiative 1 zurück. Oh Mann, ist das spannend, Leute. Das linke Bein ist immer noch genauso im gleichen Zustand wie beim letzten Mal. Wir haben Multiziel. Wir haben hier... Okay, wir können unsere Spezialfähigkeit verwenden. Panzerbrechender Schuss. Wenn man mit der LSR-10 Ihmchen angreifen. Und hinten mit der AK-5 und hier mit dem M-Laser. Halt die Frage von der Hitzeentwicklung her. Wir machen das jetzt einmal so. Der hat einen Strukturpunkt auf dem mittleren Tor, so. Muss doch jetzt funktionieren, ja. Also. Zehn Schüsse mit 85%. Einer muss den mittleren Tor so treffen, das war's dann. Überhitzungswarnung. So, und die AK-5, die greift hier an. 95%. Das muss doch jetzt funktionieren. 10 Schuss. Nee. So. Jetzt haben wir die Überlegenheit, ganz klar. So, du willst immer noch gewinnen. Das werden wir aber nicht zulassen. Numbers. Ja, die rechte Seite sieht noch hervorragend aus. Und dann... ja, wir haben kein Multiziel, also... Also einfach hier stehen bleiben. Und einfach hier angreifen. 90%. So, Demos. Direkt von hier. Ja. Also wenn wir nach vorne bewegen, wird dann sogar noch besser, richtig? Wir greifen von rechts an, nicht von hinten. Okay. Ich möchte auf jeden Fall hier das, das Raumschiff als Schutz weiterhin haben. 4×90%. Wir greifen die rechte Seite an. Der rechte Torso ist eh schon stark beschädigt. Auf geht's. Rechter Torso und rechter Arm zerstört, Pilot verletzt. Oh, dann haben wir noch, noch Medusa. Die rechte Seite schützen.
Multiziel. Hier könnte man auch mit der AK-5 und dem M-Laser noch angreifen. Und der KSR-2 sogar auch. Und hinten mit der LSR-5. Boah. Okay. Move into position. Ich hoffe, der mittlere Tor ist jetzt gut genug geschützt. Ansonsten wäre das extrem ärgerlich. Aber wir können aber hier die Wachsamkeit voll aktivieren. Ja. Okay. Und dann Multiziel. Auf geht's. Rechter Torso, rechter Arm zerstört, linker Arm zerstört, Pilot verletzt. I think I hit something good. Warning. Armor breached. Internal damage. So. Ach so, wir können jetzt in der Runde noch mit Maximus arbeiten. Aber immer gefährlicher, ja. Aber der hat nur noch zwei Flammer. Kann also nur noch aus sehr kurzer Distanz angreifen. Und da hinten. Ja. M-Laser. Das ist ja 10. Ah. Zur Not fällt er halt einmal hin. Wollen wir ihn noch ein bisschen drehen, dass der rechte Tor so besser geschützt wird. Und dann. Vor allem hinten angreifen. Ja, wegen Hitzeentwicklung einfach nur hinten angreifen. Jetzt haben wir nicht die Schiffe drauf. Nee, der Feuersatter läuft einfach nur rüber. Okay. Ja, wir konzentrieren hier das Feuer. Und what do you need? Ja, gut. Kriegen wir hier die AK-5 noch dazu? Ja, kriegen wir. Ja. Die Seite schützen. Coordinates received. So, Numbers noch. Beam of the Sonar dran, bevor der dran ist. Also, da ist noch einiges möglich. Na gut, hier kriegen wir nur die LSR 20 Plus aktiviert. Torso, Präzisionsschlag. Auf geht's.
Auf jeden Fall minus 1 Initiative. Standing by. So. Das sieht doch okay aus. Ah, nicht. Ne, doch, also das Raumschiff ist auf jeden Fall dazwischen. Okay. Heading out. More hostile. Engaging. So, das war's für dich. Target eliminated. Dann haben wir den ja noch. Ja, dann mach mal. Was ist dein Plan? Die Flammer sind in Reichweite. Yes, Commander. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mit den Flammern hier in Reichweite kommen würde. Commander. Aufpassen, jetzt nicht schlampig werden, ja? Wir haben Spitzenpilot. Erst angreifen, dann weglaufen. Boah. MT zerstört. That's a kill. Tamir Arano. Mission erfolgreich, Commander. Gut gemacht, Dr. Murat. Verfügt die Argo über einen unbenutzten Lagerraum, den wir zum Schiffsgefängnis umbauen könnten? Ich bin mir sicher, dass wir da was arrangieren können, Lady Arano. Dann treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen und lokalisieren Sie Lady Espinosas Rettungskapsel. Wir nehmen sie mit. Mission successful. Bezahlung 2 Millionen Credits. So. Medusa verletzt 14 Tage lang. Alle Mechs müssen mindestens repariert werden. Teilweise müssen Teile ersetzt werden. Boah. Als Centurion rechter Arm und rechter Torso. Hier die Armmodifikation. Plus 40 Nahkampfschaden. Plus 40 Nahkampfstabilitätsschaden haben wir verloren. Ein Flammer und eine KSR-Munition müssen auch ersetzt werden. Ansonsten nur reparieren. Ah, okay. Können 3 Gegenstände gezielt auswählen. Und dann bekommen wir noch 11 Schrottteile zufällig. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ganz Besonderes dabei ist. M-Laser. Doppelt plus 10 Schaden, 35 Schaden statt 25. Schauen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, uns bei den Mechs zu bedienen. Katapult 65 Tonnen. Dragon, 60 Tonnen.
Wolverine, da hätten wir direkt drei Teile. Von einem 55-Tonner. Wir nehmen von den. Wir nehmen ruhig einen Teil von dem Katapult. Ein Teil von dem Dragon. Ja, und M-Laser Doppelplus ist auch okay. Steht hegen. Und wir bekommen noch vom Centurion einen Teil. Firestarter und Panther. Normaler M-Laser, KSR6, Wärmetauscher, Sprungdöse. Okay. Wiedervereint. Victoria, 3 Jahre lang habe ich auf diesen Tag gewartet. Gefällt dir deine Zelle? Ich habe sie extra für dich bauen lassen. Du kannst dich brüsten, wie du willst, Cousine. Dein Sieg wird nur von kurzer Dauer sein. Deine erbärmliche kleine Armee hat dich vielleicht bis hierher gebracht. Aber wenn du glaubst, dass du eine Chance gegen die Kernsysteme hast, irrst du dich gewaltig. Unsere ruhmreiche Armee wird deine Restauration wie eine Laus zerquetschen. Spar dir die Belehrungen und sag mir, was du auf Anwelt zu suchen hattest. Dein Vater ist der Herrscher des Direktorats. Du solltest irgendwo in einem Turm sitzen, anstatt ein Schmugglerschiff auf einem staubigen kleinen Mond zu beschützen. Schmugglerschiff. Dafür hielt Corosas die New Grange. Hat er ihnen das so gesagt? Oh, sie arme Närrin. Ich würde ihnen gerne gleich sagen, was sie getan haben, aber ich möchte ihnen die Überraschung nicht verderben. Sie werden es noch früh genug herausfinden. Hintergrund, weil unsere Familie verraten wurde. Wenn Corosas uns hier absichtlich in die Irre geführt haben sollte, werde ich ihnen einen Kopf kürzer machen. Darüber können wir uns später Sorgen machen, Maximus. Zuerst möchte ich mit meiner Cousine sprechen. Victoria, du warst eine Schwester für mich. Dann hast du mich verraten. Dein Vater hat mir das Messer in den Rücken gerammt, aber du hast ihm dabei geholfen. Ich muss wissen, wieso. Wenn du ihm jemals richtig zugehört hättest, wüsstest du das bereits. Er wollte dich unterweisen, Cousine, um dich zu Macht und Wohlstand zu führen. Aber du hast seine Anstrengungen mit Füßen getreten und ihn zu diesen Handlungen gezwungen. Genau wie mich. Zu diesen Handlungen gezwungen? Es ist deine Schuld, dass Mastiff tot ist. Unser Mentor, der Mann, der dir beigebracht hat, wie man einen Mech steuert. Du hast ihn in ein Gefangenenlager geworfen und verrotten lassen. Du bist für den Tod von tausenden Bürgern Aurigas verantwortlich. Der Preis für Stärke und die Zukunft unserer Nation. Für den Ruhm des Sektors würde ich ihn immer wieder bezahlen. Sie scheinen mutwillige Grausamkeit mit Stärke zu verwechseln. Das ist nicht dasselbe. Die Zerstörung ihrer Lanze sollte sie das gelehrt haben. Der kleine Lord Madeira. Immer noch der Lieblingsschoßhund meiner Cousine, wie ich sehe. Ich frage mich, ob dieser hübsche Kiefer so zerbrechlich ist, wie er aussieht. Eines Tages werden wir es wohl herausfinden müssen. Werdegang Solaris Gladiator. Wenn sie ein echter Mech-Krieger wären, würden sie mit mir kämpfen, nicht mit ihm. Keine Sorge, Maximus, ich werde mich noch früh genug an ihnen rächen. Im Vergleich zu ihrem Tod wird der Tod unseres Lehrmeisters gnädig wirken. Sie weiß schon, dass sie gerade gefangen ist? Du wirst keine Gelegenheit dazu bekommen. Ich werde dich bis zum Ende des Kriegs gefangen halten, Victoria. Du darfst untätig dabei zusehen, ich das Imperium deines Vaters niederreiße und meinen rechtmäßigen Thron zurückerobere.
Wenn der Krieg vorbei ist, wirst du für deine Verbrechen an den Bürgern Aurigas vor Gericht gestellt. Ich denke, die Gerichtsverhandlung wird nicht allzu lange dauern. Soll mir das Angst machen, Kamea? Lächerlich. Glaubst du etwa, mein Vater hätte das nicht vorhergesehen? Dachtest du wirklich, du könntest gewinnen? Meine Gefangennahme bedeutet gar nichts. Unsere Falle schießt sich bereits um deinen Hals. Du bist nur zu blind, um es zu erkennen. Dafür, dass ihr alter Herr solch ein Genie ist, verliert er schnell an Einfluss. Wenn du an ihm zweifelst, tust du das auf eigene Gefahr. Mein Vater macht sich alle gefügig. Die Nationen der Peripherie, die Nachfolgestaaten, alle. Du machst dir keine Vorstellungen, was ich für unser Volk getan habe. Welche Opfer ich bringen musste, du verstehst gar nichts. Und wirst es auch nie. Du hast diesen Krieg bereits verloren, Cousine. Du wirst vor Schmerzen schreiend sterben. Und deine Restauration mit dir. Ich habe genug gehört. Bis zur Vera kappen sie die Verbindung. Was sollen wir mit ihr machen, Lady Arano? Iago ist kein Gefängnis. Sie kann hier nicht bleiben. Nein, das kann sie nicht. Lord Carosas hat eine Tochter an das Direktorat verloren und wir waren nicht da, um ihm zu helfen. Ich kann diesen Fehler nicht rückgängig machen, aber ich kann ihm Gerechtigkeit verschaffen. Wir werden Lady Victoria in seine Obhut übergeben und dort bleibt sie, bis ich etwas anderes sage. Ah, das ist ein Fehler, glaube ich. Ich glaube, der Lord Carosas, der wird dann irgendwann erpresst oder so. Oder bestochen. Na gut. Das ist ihre Entscheidung, Lady Arano. Wir nehmen Kurs auf Smithen, wenn wir bereit sind. Genug geredet, Leute. Zurück an die Arbeit. Geglättete Wogen im Orbit von Anwelt. Lord Simon Carosas. Lady Arano, meine Leute haben Lady Espinosa in Gewahrsam genommen. Er wird gerade zu ihrer Zelle gebracht. Das ist vielleicht mehr, als sie verdient. Aber ich werde mich an die Bedingungen unserer Abmachung halten. Solange sie in meiner Obhut ist, wird ihr nichts zustoßen. Sie sind ein ehrenhafter Mann, Lord Carosas. Ich hoffe, dass ich mir eines Tages ihre Unterstützung verdienen kann. Das ist ihnen bereits sicher. Was sie heute getan haben, fühlt sich nach einer Art Gerechtigkeit an, mit der ich zu meiner Lebzeit nicht mehr gerechnet hatte, Lady Arano. Und auch ihnen schulde ich meinen Dank, Commander Grant. Sie haben uns mit der Zerstörung der New Grange einen nicht unerheblichen Dienst erwiesen. Sie wird unseren Himmel nicht mehr verdunkeln. Ja, wir werden uns jetzt hier von der Lady Victoria, werden wir uns jetzt hier nicht einen Keil zwischen uns treiben lassen. An ihrer Stelle würde ich Victorias Zelle rund um die Uhr von einem bewaffneten Wächter bewachen lassen. Selbst in Gefangenschaft bleibt sie gefährlich. Keine Sorge, Commander. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe und die nötigen Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen. Lady Victoria wird sicher verwahrt werden, bis Lady Arano sie sich vornehmen kann. Freut mich, dass wir Ihnen helfen konnten. Reden wir nun über Ihre Gegenleistung. Ja, natürlich. Sprechen wir über Ihre Belohnung. Ihre Cheftechnikerin hat mir erzählt, dass sie auf ihrem Schiff ein verstecktes Datenarchiv entdeckt hat. Und dass sie meine Hilfe dabei brauchen, um es zu öffnen. Es klingt nach einem interessanten Geheimnis. Für mich ist es mehr als ein Geheimnis, Lord Carosas. Mein Vater glaubte, dass die Argo über etwas sehr Wertvolles verfügte. Aber er starb, bevor er es bergen konnte.
Ich muss wissen, was sich auf diesem Laufwerk befindet. Und sie sind der Einzige im gesamten Sektor, der es für mich öffnen kann. Ich gebe ihnen vielleicht lieber die Mittel dazu, es selbst zu öffnen. Ich werde ihnen ein Gerät zukommen lassen, einen hochmodernen elektronischen Codeknacker. Mit genug Zeit frisst er sich durch jede Verschlüsselung, sogar ihre. Ein elektronisches Gerät, das Schlüsselcodes und Softwareverschlüsselung knacken kann. Elektronische Codeknacker sind selten und nur schwer zu bekommen. Normalerweise werden sie nur von den bestausgerüsteten Geheimdiensten der inneren Sphäre eingesetzt. Abstammung aus der tiefen Peripherie. Bei allem Respekt, ich bin überrascht, dass ein Lord in der Peripherie überhaupt solch ein Gerät besitzt. Ich war genauso überrascht, als ich es erhielt. High Lord Tamati höchstpersönlich hat es mir übergeben. Er erzählte mir, dass das Gerät im Besitz einer Comstar-Präzentorin entdeckt wurde, die im Gebiet von Auriga tot aufgefunden wurde. Was sie damit vorhatte, werde ich wohl nie erfahren. Hochrangige Comstar-Mitarbeiter, die häufig HPG-Einrichtungen leiten. Comstars geheimnisvoll religiöse Doktorin hat Präzentoren in den Augen der allgemeinen Öffentlichkeit zu quasi mystischen Personen erhoben. Was ich weiß, ist, dass ihr Vater gewollt hätte, dass sie es erhalten, Kamea. Er wäre stolz auf sie, wenn er sie jetzt so sehen könnte. Danke, Lord Carosas, Simon. Das bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Da wir gerade von stolzen Vätern reden, gibt es Neuigkeiten über ihren Sohn? Hat sich sein Zustand seit unserer letzten Unterhaltung gebessert? Geringfügig, meine Lady. Otto hat einen langen und schwierigen Weg zur Genesung vor sich. Das Direktorat hat auf Veldri irgendetwas mit seinem Verstand angestellt. Ich weiß immer noch nicht genau was. Er hat jedoch körperliche und mentale Schäden davongetragen. Ich fürchte sogar, dass mein Junge unheilbar verletzt wurde und dass der Otto, der einst war, immer verschwunden ist. Aber ich hoffe inständig, dass mein wahrer Sohn eines Tages zu mir zurückkehrt. Das wird er, Simon. Ich weiß es. Otto ist jung und stark und Haus Carosas ist äußerst widerstandsfähig. Nun muss ich mich um meine Streitkräfte kümmern und mich vorbereiten. Aber bitte halten Sie mich über Ottos Zustand auf dem Laufenden. Das werde ich, meine Lady. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Sie wollen wissen, dass Sie sich die Unterstützung von Haus Carosas verdient haben. Was Sie heute getan haben, macht die Vergangenheit nicht ungeschehen. Aber vielleicht haben unsere beiden Völker eine gemeinsame Zukunft. Ich jedenfalls werde alles dafür tun. Vielen Dank, Lord Carosas, und willkommen bei der Restauration. Zusammen werden wir reparieren, was mein Onkel zerbrochen hat. Das schwöre ich. Codeknacker. Hey Commander, ich habe den Codeknacker von Lord Carosas für unser mysteriöses Archiv verwendet. Er kommt voran, aber sehr langsam. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn er durch ist. That mech is ready to fight, Commander. Ah, okay. Panther 9R. Ein grundsolider, jedoch etwas langsamer Allzweck-Mech. Seine Sprungdüsen, die beachtliche Panzerung sowie die Durchschlagkraft der typischen PPK machen diesen Nachteil jedoch wieder wett. Er findet sogar bei Arena-Kämpfen Verwendung. Vor unserem nächsten Auftrag müssen wir Reparaturen an den Mechs durchführen. So können sie doch nicht in die Schlacht ziehen. Ich warte in der Mech-Bucht auf sie. Alles klar, Leute. Ich werde mir die neuen Mechs anschauen, was wir zu reparieren haben, nächster Auftrag und so weiter. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye, bye.